Wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich weiß ja jetzt Gott sei Dank, wie ich diese Quest hier abschließen muss. Und zwar muss ich hier irgendwie auf diese Berge da kommen. Und dann kann ich hier jetzt zack an den Stein ran. Und diese Klippengiganten sollen wir auch erledigen. Faulsporenhöhle können wir auch probieren, aber es ist halt wie gesagt mitten in der Nacht. Das ist eher unwahrscheinlich, dass wir hier Erfolg haben, aber wenn man es am wenigsten erwartet, dann ist es meistens dann doch geschehen. Ich habe vorhin Catch Me If You Can gesehen, zum wiederholten Male, also ich kannte den vorher schon. Muss ich schon wirklich sagen, einer meiner Lieblingsfilme auch. Ich habe so viele Lieblingsfilme. Immer wieder, keine Ahnung, kennt ihr das? Ihr guckt euch irgendeinen Film an, den ihr lange Zeit nicht mehr gesehen habt und plötzlich habt ihr das Gefühl, ja, das ist der Film, der euch am besten gefällt. Lieblingsfilm. Hatte ich gerade jedenfalls das Gefühl wieder bei Catch Me If You Can. Oh, wirklich guter Film. Was ich so beeindruckend finde, ist, dass, ich weiß nicht, von wann ist der? 2004 oder so? 2002? Dass sie es geschafft haben, Leonardo DiCaprio von der Maske her so zu schminken, dass der da echt am Anfang aussieht wie so ein 16-jähriger Junge. Und Fakt ist ja, dass er da schon, weiß ich nicht, Ende 20 war. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Aber die haben es doch echt hinbekommen, da irgendwie doch das so zu verändern, dass man ihm abnehmen würde, dass er ein, ja, ein 16-jähriger Junge ist. Mit seiner Faszination, immer fliegen zu wollen, Pilot zu werden. Das ist übrigens auch ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Ich werde auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft, in den nächsten ein, zwei Jahren, auch einen Flugschein machen. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Pilot werden bei einer großen Lufthansa oder sowas. Nein, nein, so ein, keine Ahnung, vielleicht so ein einmotoriges Flugzeug oder so. Also schon motorisiertes Flugzeug, also ein Motorflugschein. Kein Segelflugschein. So teuer sind die nämlich auch gar nicht. Ich kann mir dann natürlich kein eigenes Flugzeug kaufen, aber das ist dann ja, kann ja dann immer noch eine Option sein, irgendwann für später. Schließlich bin ich auch noch Student. Aber den Flugschein, den werde ich wohl noch während meiner Studienzeit machen. Auf jeden Fall habe ich das vor. Oder vielleicht während meines Refs. Mal gucken, wann ich die Zeit dafür befinde. Normal müsste ich eigentlich in der Zeit auch echt viel zu tun haben. Vielleicht auch erst, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Auf jeden Fall möchte ich ihn machen. Weil Fliegen übt auf mich auch so eine Faszination an. Und da aus. Und da ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Widerspruch, denn eigentlich fliege ich nicht gerne. Also, keine Ahnung, jetzt in den Urlaub oder so. Längere Flugstrecken. Das Fliege mache ich einfach nicht gerne. Das liegt nicht daran, dass ich Angst habe, irgendwie vom Fliegen an sich, sondern ich habe Angst, dass, keine Ahnung, die Piloten, ja, nicht richtig fliegen können, schlecht irgendwelche Fehler machen, whatever. Und das ist dann eher so meine Hauptangst, meine Hauptphobie. Naja, Phobie ist es nicht, aber ähnlich verhält sich das auch mit Busfahren. Obwohl das beim Busfahren wahrscheinlich sogar noch eher begründet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel selbst fliegen würde, keine Ahnung, dann wäre diese Angst auch nicht da. Es ist auch keine Angst, es ist einfach eine gewisse Distanz, die ich da habe. Eine gewisse Vorsicht. Ein gewisses Misstrauen gegenüber den Leuten dort. Ich lege einfach mein Leben ungern in die Hand anderer Menschen. Aber manchmal lässt sich's nicht vermeiden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in gar kein Flugzeug steige, aber ungerne. Ungerne.
Autofahren, das ist so eine Sache. Ich kann ja sowieso. Ich habe irgendwie keine Bedenken, wenn ich irgendwie bei einem anderen mit dem Auto sitze. Fällt mir jedenfalls gerade keiner ein, bei dem ich Bedenken hätte. Obwohl das eigentlich auch so ein kleiner Widerspruch ist. Eigentlich, müsste ich da eigentlich auch irgendwie den Leuten misstrauen, die dann Fahrer spielen, während ich auf dem Beifahrersitz sitze. Portal geschlossen, benutzt. Achso, okay. Die Sandra ist da oben. Jetzt bin ich aufs Fliegen gekommen. Dabei meinte ich, wollte ich ja eigentlich auch über den Film reden. Was mich ja, wie gesagt, so beeindruckt hatte, war, shit, eben kurz zurechtrücken, war, dass die es hinbekommen hatten, halt den so als Kind darzustellen, den nie so jung aussehen zu lassen. Und ein Film, wo mir das auch so krass aufgefallen ist, was wirklich beeindruckend war, war bei dem seltsamen Fall des Benjamin Button. Aber über den Film habe ich sogar schon mal geredet, dass ich den so gut fand. Ich muss aber auch noch dazu sagen, ich habe selten eigentlich Leute getroffen, die irgendwie den gleichen Filmgeschmack hatten wie ich. Auch von meinen Freunden, Bekannten teilt keiner irgendwie denselben Filmgeschmack. Also so, wo man echt fast sagen würde, jo, da ist die Filmübereinstimmung bei fast 100%. Wollte ich doch gar nicht hier. Weil bei mir ist es auch so, dass mein Filmgeschmack wirklich über alle Sparten reicht. Ich hab gerne die Twilight-Filme gesehen, die ich mir irgendwann demnächst auch nochmal angucken wollte, weil ich den letzten Film so episch davon fand. Ich fand aber auch, dass Band of Brothers eine der besten Serien war, die ich jemals gesehen habe. Mit großem Abstand. Und das sind jetzt zum Beispiel zwei Genres, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber ich fand und finde immer noch, dass Fight Club einer der besten Filme ist, die jemals rausgekommen sind. Ich finde den Herr der Ringe gut. Ich finde die Matrix-Trilogie gut. Es gibt so unendlich Filme, die ich gut finde. Über Serien habe ich ja schon mal geredet. Also so über das Thema Filme, Serien, Kinofilme könnte ich mich stundenlang unterhalten. Ich weiß gar nicht, welchen Kinofilm erwarte ich denn jetzt eigentlich als nächstes sehnsüchtig? Fällt mir gerade gar nichts ein. Hier den neuen Marvel. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber auch nicht sehnsüchtig. Also, den neuen Marvel-Film, der wird mich wohl interessieren. Justice League, nee, Justice League war es nicht, aber so ähnlich. Was ist das denn hier? Komisches. Kriege ich hier Schaden, wenn ich da reingehe? Glibberbart. Heute ist mein 3DS angekommen. Ich war ja ein bisschen enttäuscht von der Soundqualität, von den eingebauten 3DS-Boxen. Keine Ahnung, da hat ein Handy schon bessere Qualität, weit bessere Qualität. Das liegt aber wohl in diesem Fall auch daran, dass ich bei dem 3DS ein altes DS-Spiel abgespielt habe. In diesem Fall das Spiel Wer wird Millionär, das war dabei, mein Gott, also von 2008. Und da war die Soundqualität nicht so berauschend. Allerdings ist es halt, wie gesagt, auch nur ein DS-Spiel, kein 3DS-Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass, ja, dass das absichtlich so ist. Beziehungsweise, dass es einfach nicht besser ging. Damals. Und dass es jetzt irgendwie nicht hochgestuft wird von der Qualität her.
Das Spiel wurde halt für den DS entwickelt, nicht für den 3DS. Und der DS hatte halt auch dementsprechend nur so lala Boxen. Jo. Bleib sauber. Und ich habe mir ja auch zwei Bleib gut drauf. Pokémon-Editionen mitgekauft. Davon ist erst eine angekommen, aber die will ich auch erst spielen, wenn ich im Urlaub bin. Hier, das mit den Schrumpfsachen, die kann ich jetzt machen. Ja, also wie gesagt, das möchte ich jetzt machen, wenn ich im Urlaub bin. Keine Ahnung, auf der Fahrt dahin vielleicht ein bisschen und mich dann im Urlaub mal ein bisschen damit beschäftigen. Keine Ahnung, in der Sonne sitzen, am Strand liegen. Wenn ich mal die Zeit finde. Und kommt mir jetzt nicht mit, dann liest doch ein Buch. Ja, seht ihr das? Ich kann ja schon wieder nicht schwimmen. Ich lese übrigens gar nicht mal so wenig. Gerade in letzter Zeit eigentlich. Wobei jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich es vernachlässigt. Davor habe ich regelmäßig abends immer halt, wie ich das auch schon mal gesagt habe, Kurzgeschichten von Stephen King gelesen. Davon habe ich ja auch euch schon die eine oder andere Geschichte erzählt. Ich weiß gar nicht, die letzte, habe ich die schon erzählt mit dem schwarzen Fleck auf dem Wasser? Ich glaube nicht. Da waren Jugendliche, 2 Jungs und 2 Mädchen, die haben entschlossen, irgendwann im Spätherbst, da wo es schon kälter wurde, zu einem Sommersee rauszufahren, weil sie irgendwie nochmal den Sommer verabschieden wollten. Es war halt saukalt, das Wasser war saukalt und sie haben sich da erinnert, dass dort auf dem See, auf dem Badesee, immer ein Floß, also eine Floßinsel, geankert hatte und immer noch ankern müsste, weil der Besitzer dieser Floßinsel die erste Mal im Spätwinter, kurz bevor es einfriert, einholt. Und dementsprechend sind die dann alle da, haben sie sich entschieden, alle da hinzufahren. Da waren auch viele Ferienhütten, aber zu der Zeit war da halt gar keiner mehr, weil jetzt schon ja, Saisonende war und wie gesagt, da war keine Menschenseele, die waren da komplett alleine. Und ja, die sind dann auch kurzerhand ins Wasser gesprungen und dann zu diesem Floß geschwommen. Und einer der Jungs hat dann halt entdeckt, dass vor dieser Floßinsel ein komischer schwarzer Fleck zu sehen war. Ähnlich wie einem Ölfleck, aber doch irgendwie anders. Und im Verlauf der Geschichte hat sich dann gezeigt, dass sich dieser Fleck bewegt hat. Und als das eine Mädchen sich dann vorgebeugt hatte und diesen Ölfleck genau betrachtet hatte, hat sie dann halt irgendwelche Farben gesehen, die irgendeine hypnotische Wirkung auf sie hatten. Jedenfalls hat sie dann den Finger ausgestreckt und hat dann diesen Ölfleck berührt. Und dann wurde sie halt in diesen schwarzen Fleck hereingezogen, hineingezogen und wurde von diesem Ding ja quasi verdaut, aufgesaugt, quasi wie so ein in so ein schwarzes Loch. Und dann haben die halt erst begriffen, dass das etwas ist, was sie töten möchte. Also wirklich, das ist gar nicht lustig. Das war so spannend geschrieben. Das kann ich euch sagen. Ich kann das jetzt nicht so gut nacherzählen, aber wirklich, im Verlauf der Geschichte hat dieses Ding dann wirklich alle von diesen Jugendlichen geholt. Den anderen Jungen, den hat es dann durch das Floß gezogen. Das Floß hat ja, es waren Holzplanken und darunter waren Fässer. Und diese Holzplanken haben ja manchmal so Löcher, solche, ja, solche Löcher, wo die Äste vorher sind, solche Astlöcher. Und der eine Junge, der stand dann halt ungünstig auf einem dieser Löcher, keine Ahnung, 2 Zentimeter breit. Und da hat sich diese schwarze Flüssigkeit hochgeschlängelt und hat ihn dann erwischt und hat ihn dann durch dieses 2-Zentimeter-Loch komplett durchgezogen. Und Stephen King hat das so widerlich beschrieben, wie keine Ahnung, sein Bein,
Ich will das gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall mega unheimlich. Mega unheimlich. Ich saß da nachts um 1 Uhr, 2 Uhr im Bett, hab diese Geschichte gelesen und konnte danach nicht einschlafen. So krass. So krass. Meine Güte. Was für eine Geschichte. Ich habe dann auch erstmal geguckt, ob ich da ist irgendwo, ob es irgendwo eine Verfilmung gibt. Gab es leider nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber ist wahrscheinlich einfach zu kurz für so eine Geschichte. Aber man könnte da eigentlich was Nettes draus bauen. Was Nettes draus, ja, ein schönes Drehbuch draus machen. Auf jeden Fall wirklich eine tolle Geschichte. Oh, eine schwarze Perle. Gut, Leute, ich mache hier Pause. Und nach dieser Horrorgeschichte hören wir uns dann im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao.